Nominierungen für Brit Awards, Harry Styles Wedlick führen Liste an. Harry Styles, 28, und die Band Wedlick führen die diesjährige Liste der Brit Awards mit je 4 Nominierungen an. Der ehemalige One Direction Star wurde in den Kategorien Album of the Year, Song of the Year, Best Pop R&B Act und Artist of the Year berücksichtigt. Genauso viele Chancen auf einen Preis wie der Popstar hat auch die Indie-Pop-Band Wedlick, die zudem zum ersten Mal überhaupt nominiert ist, die Kategorien Album of the Year, Group of the Year, Best New Act und Best Rock Alternative Act listen den Namen der Band. Weitere Nominierte der Brit Awards sind etwa George Ezra, 29, Ed Sheeran, 31, und Elton John, 75, für Song of the Year, The 1975 für Group of the Year und Best Rock Alternative Act, Calvin Harris, 38, für Best Dance Act, Stormzy, 29, als Best Hip Hop Grime Rap Act sowie Dua Lipa, 27, und Sam Smith, 30, als Best Pop R&B Act. In den internationalen Kategorien treten unter anderem Beyoncé, 41, Kendrick Lamar, 35, Lizzo, 34, und Taylor Swift, 33, gegeneinander an. Auch eine Deutsche hat es dieses Jahr in die Brits geschafft, Kim Petras, 30, ist für ihre Single Unholy mit Sam Smith für den besten Song nominiert. Die Nominierungsliste hat in den sozialen Medien viel Kritik ausgelöst. Seit letztem Jahr führen die Brit Awards ihre Kategorien nicht mehr nach Geschlechtern getrennt, eigentlich um inklusiver zu sein. Trotzdem besteht die Hauptkategorie Artist of the Year dieses Jahr mit Central C, 24, Stormzy, Fred Agein, 29, George Ezra und Harry Styles nun ausschließlich aus Männern. Von Frauen geführte Acts machen in der diesjährigen Nominierungsliste laut Guardian lediglich 33% aus. Die Brit Awards sind der wichtigste Musikpreis Großbritanniens und werden am 11. Februar verliehen.